Ja, Herr Kollege, geschätzter Herr Kollege Arnold von der SPD. Es ist doch überhaupt keine Frage, dass damals, als die Pandemie, als Corona aufkam, dass man sich damit befassen musste und überlegen musste, wie man dem begegnet. Aber Ihre SPD war es, die diese ganzen überzogenen und auch rechtlich völlig unhaltbaren Maßnahmen durchgesetzt hat. Und zwar haben Sie hier im Landtag dafür argumentiert und in Berlin in Ihrer großen Koalition. Und das geht jetzt weiter. Wir als AfD waren gegen diese ganzen Maßnahmen. Möchte ich mal hier in aller Deutlichkeit sagen. Und wer im Nachhinein noch nicht mal das erkennt, ich zitiere hier diese neue Cochrane-Studie vom 30.01. Darin wird ganz klar gesagt, kaum oder gar kein Einfluss der Maske auf das Infektionsgeschehen. Zweitens, das Tragen einer FFP2-Maske gegenüber einer OP-Maske hat ebenfalls keinen Zugewinn an Sicherheit. Insofern müssen Sie doch wenigstens im Nachhinein das mal zur Kenntnis nehmen. Und ich nehme zur Kenntnis, dass Ihre ganze SPD-Fraktion, so wie Sie hier sitzt und Sie auch, keiner hier mehr mit Maske sitzt. Und das jetzt, wo der Widerstand so groß geworden ist, wo Sie sehen, vielleicht selber, dass die Maske gar nichts mehr bringt. Und das zeigt doch nur eines, das ist eine absolut politische Entscheidung, die Sie da 3 Jahre durchgezogen haben und die Sie jetzt anders gemacht haben. Und deshalb ist eine Amnestie natürlich gerechtfertigt, sonst tun Sie diesen Menschen eben Unrecht, die einmal ihre Maske vielleicht nicht aufgezogen haben. Zur Beantwortung. Jetzt, ja. Also erstens, Sie mögen Studien zitieren, wie Sie wollen. Sie wissen, unter Juristen gibt es immer Meinungen, sofern in dem Zusammenhang Leute da sind, die die Meinungen bezahlen. Einige setzen sich durch bei Gericht und deswegen ist es tatsächlich so, dass einige Urteile stattgefunden und gefällt worden sind, die Einzelmaßnahmen aufheben. Aber ich sage Ihnen deutlich, wir haben dagegen geklagt. Wir haben geklagt gegen die 15 und Sie haben nichts geklagt. Sie klagen immer in sich hinein, nach außen hin, aber Sie haben in diesem Zusammenhang doch 0,0 Auftrag diesbezüglich, seriöse Studien heranzuziehen. Das ist ein Hohn für diejenigen, die leider Gottes ihr Leben in der Pandemie verloren haben.